Herzlich willkommen zum nächsten Video von Love to Skate. Heute lernen wir rückwärts laufen. Wenn wir rückwärts gleiten wollen, dann müssen wir das Gewicht nach vorne bringen. Auf die Ballen, hinter die Fußzehen. Also die Fußzehen sind immer noch ganz entspannt und unser Gewicht ist hier auf den Ballen, wo wir auch stehen würden, wenn wir zum Beispiel hohe Schuhe tragen würden. Um langsam mit dem Rückwärtsfahren anzufangen, stellt euch an die Bande. Geht ins Knie, Schultern parallel zur Bande, Hüfte parallel zur Bande und dann mit einem kleinen Schubs weg von der Bande schieben. Dabei immer schön im Knie bleiben. Denn wenn ihr im Knie seid, dann könnt ihr agieren, dann könnt ihr reagieren und solltet ihr ins Stolpern kommen, könnt ihr euch entweder retten oder ihr fallt nicht so schlimm, weil ihr seid ja schon im Knie. Also, noch einmal von der Bande wegschieben. Und dann die Füße ruhig mal anheben und kleine Schritte machen. Dabei fühlt das Gewicht auf dem Ballen. Immer wieder zurückkommen und mit etwas mehr Schwung abstoßen. Und die Schritte immer größer machen. Wenn das noch klappt, könnt ihr mal versuchen, rückwärts Eierlaufen zu machen. Ihr kennt vielleicht aus dem Video vom Vorwärtslaufen noch das Eierlaufen vorwärts. Rückwärts ist es sehr ähnlich. Ins Knie, aufstehen. Ins Knie, aufstehen. Immer mal über die Schulter nach hinten schauen, ob da jemand kommt. So, und wenn wir schon gut rückwärts vom Fleck kommen, dann müssen wir auch rückwärts bremsen können. Also, genau andersrum als vorwärts, den Fuß diagonal hinter euch stellen. Gleiten, gleiten, gleiten. Diagonal nach hinten schieben. Gleiten, gleiten, schieben. Gleiten, schieben. Wieder mit der Mitte der Kufe bremsen. So, könnt ihr jetzt schon super rückwärts fahren? Übt fleißig. Und denkt dran, erst gleiten, dann üben abzuheben. Bis zum nächsten Mal.